So, hallo und willkommen zu einer weiteren Runde von Let's Play Skill Special Force 2. Ja, hier haben wir verschiedene Missionen, die wir machen können. Aber da kümmern wir uns später drum. Anfängerchangel darf betreten werden. Ist ja schön. Wir können aber auch ruhig noch kurz in den Shop gucken, was es da so gibt. Und zwar gehen wir erstmal zu den Waffen rein. Und hier gibt es verschiedene Waffen. Ich schaue mal nach der Farmers. Ob ich die hier schon sehe. Ich sehe sie noch nicht. Galil ist hier. Aber ich sehe, da ist sie. Für 15.000 Punkte kann man sie kaufen. Wie viel habe ich denn? 29.000. Dann würde ich einfach sagen, kaufe ich sie mir mal. Und danke. Damit möchte ich immer sofort ausrüsten. Ja, möchte ich. So, und? Irgendwie. Achso, ja, das war schlecht. So, nochmal kurz runterscrollen. Hier war sie. Kaufen. Aufladen. Achso, Webbrowser möchte ich eigentlich nicht. Ich würde einfach sagen, wir gehen weg und wir. Wieso soll ich sie eigentlich kaufen? Ich habe sie doch gerade eben erst gekauft. Das müsste ich auch für immer halten. So, ich kann natürlich auch noch Masken kaufen. Allerdings nur mit Dollar. Und ich habe. Ich weiß gar nicht, ob ich Dollar habe. Also das habe ich. Ne, das haben. Das können nur die VIPs haben. Steht gar nicht. Doch da. Ich habe keinen Dollar. Gut, gucken wir mal kurz im Inventar, was da so ist. Hier haben wir noch mit Zeit. Man kann die auch reparieren, die Sachen. Hier wusste ich auch zum Beispiel nicht. Aber ich würde sagen, wir quatschen nicht lange, wir gehen mal in den Channel rein, machen einen Schnellstart und wir können alles. Dann ist es zufällig, wo wir reingeworfen werden. Wo werden wir reingeworfen? Wir werden in Escape reingeworfen. Mit 8 gegen 8 Leuten. Finde ich gut. Bin bereit. Und ja, kommt auch noch Leute, die bereit sind. Es geht los in 5 Sekunden. 3, 2, 1. Und los geht's. Wir sind mal gespannt, wie das sein wird. Tipp, drücke zum Nachladen deiner Waffe die Taste R. Habe ich schon mal gemacht. Das weiß ich schon. Und ja, wir spielen in der Waterside Village. Bin mal gespannt, so wie sie aussieht. Ich weiß nicht, 8 gegen 8, 16 Leuten müsste schon groß sein, die Map. Verbinde. Eben ist das Spiel schon abgestürzt im Ladebildschirm. Escape. Gut, mit Link, mit linker Shift-Taste rennt man. Der Einsatz beginnt. Kontakt zur Heli herstellen und Treffpunkt bestimmen. Okay, da vorne muss ich wohl hin. Zu dem Signal. Da gibt ja Sinn. Okay, ich wusste, dass hier vielleicht gleich einer ist. Das ist mal wieder mein Handy. Ah, okay, man kann hier also nicht einfach mit Schnellbeitritt zu joinen. Okay. Ich dachte, man kann hier wieder joinen, deswegen war ich auch nicht so vorsichtig. Ich bin ja einfach reingelaufen. Ich bin Team Rot. Da war einer, ansonsten 4. 3. Naja. Er hat einen Sniper, ich meine, damit kann er aus Entfernung alle abschießen. Mission fehlgeschlagen. Unsere Einheiten wurden eliminiert. Ja, leider, aber 1-0 für die anderen. Das kriegen wir wieder hin. Jetzt weiß ich, worauf ich achten muss. Kontakt zur Heli herstellen. Ja, ich weiß. Und Treffpunkt bestimmen. Jetzt weiß ich aber, worauf ich achten muss. Ich laufe dir mal hinterher. Wenn mal zusammen ist man. Zu zweit ist man stärker. Wenn man nicht mal bis Steam reingehen würde. Einer ist tot. Du bist der Letzte. Jetzt schön leise, okay? Wow. Mission fehlgeschlagen. Naja. Unsere Einheiten wurden. Ich habe mich zuerst erschrocken, aber der andere, wie ihr gesehen habt, hat sie auch nicht wirklich hingekriegt. Der war ja auch etwas irritiert. Das ist ja 5 zu 5.
Okay, du kannst snipern. Wow. Okay, ich habe noch 14 Leben. Ich weiß nicht, wer mich jetzt getroffen hat. Ups. Sie ist auch tot. Habe ich doch gar keine Chance. Ich meine, ich alleine habe ja keine Chance. Und schon gar nicht, wenn er so stark ist und kaum noch Leben hat. Das war ja leider ein bisschen schlecht, die Runde. Aber versuchen mal, die nächste besser zu machen. Ich meine, es steht 2-0. Er ist jetzt auf sich alleine gestellt, hat noch 4 andere. Und das schafft er doch nicht. Weil das hat er geschafft. Mal gucken, ob er die nächste auch noch schafft. Okay. 2 Stück sind noch da. 2 Stück verbleiben. Er hat hier eine Waffe gewechselt. 2, 4, 2, 4, 6. 6-5. Unsere Einheiten wurden eliminiert. Ja, ich weiß, ist schade, aber jetzt strengen wir uns an. Aber jetzt sind es auch 6 gegen 6. Kontakt zur Heli herstellen und Treffpunkt bestimmen. Okay, ich wollte auch gerade nachher im Chat senden, aber ich wusste nicht wie. Ich habe mir extra eine neue Waffe gekauft, die möchte ich jetzt gerne auch austesten. Ja, ich bin vorsichtig. Du bückst dich gerade auch. Okay, da, ich habe gesehen, dass einer auf dem Dach war. Ich habe es nicht geschafft. Sind wir gerade ruhig, weil ich ihn treffen wollte. Okay. Ja, jetzt leben noch alle im anderen Team. Ja, ich bin gerade in meinem Team, den ich zu sehen. Okay, das war natürlich. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn er ihn umdreht und gleich erschießt. Aber es klappt nicht ganz so. Wir müssen immer noch flüchten. Aber wir haben 4 Punkte Rückstand. Na, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ob wir das noch schaffen? Okay, ich habe ihn auch getötet. Sie haben mitgeholfen. Okay, er ist am Treffpunkt. Wo müssen wir denn jetzt hin? Unser Helikopter ist startbereit. Ich laufe euch mal hinterher. Ich weiß nämlich nicht wohin. Okay, hier vorne müssen wir irgendwie hin. Ich weiß nicht, ob ich weiß nicht, ob ich auf den Boden springen kann oder ob ich den Schaden bekomme. Ich laufe einfach mit dir hinterher. Ich laufe mal meine anderen Leute hinterher. Ich glaube, jetzt sieht es ganz gut aus. Ich weiß nicht, wie viel noch leben. 3-3. Oder was steht da? Ja, was soll das? Okay, ich habe gedacht, ich schaffe das noch. Ich habe da keinen gesehen. Okay, da stand der in der Brücke. Na, 18 Sekunden noch. Da ist der Heli. Okay, da muss man also immer. Oh, gut. Alle Gegner wurden eliminiert. Entweder man kriegt das hin, dass man zum Heli kommt, oder man tötet einfach die Gegner. Gut zu wissen. Jetzt weiß ich auch, wo ich hin müsste, wenn der Heli kommt. Und zwar da immer, wo ich vorher schon war. Ich möchte nicht alleine vorlaufen. Oh, ich habe da einen gesehen. Ich muss weg hier. Okay, das ging schnell. Ich habe mich noch schön gedreht. Da bin ich. Ah, okay, vom Dach. Okay, das vom Dach mich getroffen hat, wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre irgendwie woanders gewesen, aber es vom Dach kommt. Okay, diese Runde dauert lange, aber vielleicht kommen noch 2 Runden. Mal gucken, wie ich Lust habe. Ich werde wahrscheinlich einen anderen Spielmodus spielen. Ihr seht ja, wie lange das hier doch dauert. Ich meine, es gibt zwar ein Zeitlimit, ich weiß gar nicht, 3 Minuten. Aber 3 Minuten mal 10 Runden, die man gewinnen muss. Das heißt, man kann insgesamt 19 Runden spielen. Deswegen 30, fast eine Stunde. Also eine Partie kann eine Stunde gehen, wenn man sich wirklich versteckt in sowas. Ich will jetzt mal gucken, wie man die verschiedenen Chat-Nachrichten senden kann. Per Tastaturbefehl oder so. Na, das hält jetzt nicht aus, nicht, dass ich was Falsches sende. Aber einer schreibt, hier hackt jemand, der andere wer. Sniper 5x5 rechten. Der beobachtet gerade. Kann mir nicht vorstellen. Was soll der denn? Er trifft zwar nicht immer Leute, aber sterben trotzdem. Aber okay, er hat noch 55 Sekunden Zeit.
Aber er ist nicht mehr alleine. Er hat noch mit den anderen zusammen einen Gegner vor sich. Das sollte er eigentlich schaffen. Wo sind die denn? Okay, kann er wirklich meine eigenen sehen? Mission erfolgreich. Da vorne war der rote, ja, das habe ich gerade gesehen. Wurden eliminiert. Ja, diese Runde ist eigentlich doof. Man müsste schneller spielen. Also ich werde jetzt nicht eigentlich mittendrin den Spielmodus wechseln. Sondern, also nicht hier drin den Spielmodus wechseln. Ja, einfach nur die Runde zu Ende spielen. Es sind alle hier. Auch noch einer hinterher. Hier ist manchmal auch einer mal gewesen. Okay, das war nicht so gut. Ich habe noch 13 Leben. Irgendwo da ist einer. Auf dem Dach? Ja, auf dem Dach. Ich will jetzt aber nicht mittendrin im Spiel wechseln. Wir haben es ja eh bald verloren. Ich habe das Gefühl, es ist schwierig. Wobei, es ist ja nur jeder gegen jeden. Ein Team Deathmatch. Ein Team aus dem anderen nicht mehr auslöschen. Es muss ja nicht mal zum Helikopter gelangen. Deswegen... Wenn es so wäre, oh, ich will nicht im Team schreiben. Es ist ja nicht so, dass jeder oder das ein Team zum Heli muss. Müssen ja nur alle überleben. Beziehungsweise das ein Team muss mindestens einer noch überleben. Und es hat ja gewonnen. So, hier ist gleich der Heli wieder. Oh, ich glaube, ich komme hier durch. Da ist gerade eben wohl gebackt. Gut, bringt mir einen Heli runter. Ich komm raus. Jetzt habe ich ohne Schaden überlebt. 2-2. Da vorne ist mein Kumpel. Vorne sollen welche sein. Okay, einer noch. Ups, ich komme die Leiter noch nicht richtig hoch. Scheiße, ich hab fast gedacht, ich habe nur gehört, dass er nachladen muss. Aber ich habe es nicht geschafft, obwohl ich ihn getroffen habe. Schade, ich dachte, der andere hat ihn auch schon sehr gut getroffen. Ich bin wohl ein bisschen schlechter in diesem Spielmodus. Da geht bestimmt gleich wieder einer aufs Dach. Oh. Ich habe nur gesehen, dass die Granate kam. Okay, ich habe das Lager gefunden, wo alle immer durchgehen. Dann muss ich vielleicht gleich. Ich meine, der hier hat schon 14 Kills. Da muss ich wohl doch eine Granate vorher reinwerfen oder sowas. Kann ich wechseln? Ja, ausschließen, melden. Ich kann natürlich das Spiel verlassen, dann spiele ich noch eine ordentliche Runde. Aber ich meine, es ist ja bald soweit. Na, ich kann auch kurz. Es bleibt eine Niederlage und wird als solche verbucht. Na okay, da bleibe ich doch noch drin. Ich habe gedacht, ich kann den Spielmodus wechseln, weil das ist ein bisschen langweilig. Einmal wird der Part heute ein bisschen länger. Soll mir auch nicht stören, ich meine, ist auch ganz gut. Mission erfolgreich. Und dann alle Gegner wurden eliminiert. Bin ich froh, dass wir noch diese Runde gewonnen haben. Den strengen wir jetzt aber an. Vor allem der eine heißt Easy Win. Oh, wir sind jetzt Verteidiger, wir müssen die Flucht verändern. Warum wird denn jetzt gewechselt? Bin ich... Feindbewegung geortet. Er steht immer noch 3-6. Warum die jetzt mittendrin gewechselt haben, weiß ich nicht. Aber okay, soll mir auch nicht stören. Ich meine, ich muss trotzdem immer noch besiegen oder erledigen. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, also. Und ich habe da jetzt schon viel drauf geballert. Aber hier waren wohl noch mehr, ja. Ich sehe gerade, hier waren mehr. Alleine hätte man es also nicht schaffen können. Beziehungsweise ich schaffe sowas nicht. 5-5. Guck auch mal ein paar Tasten. Schreiben die so alle. Einige verlassen das Schlachtfeld. Kommen auch wieder gleich welche zu. Der eine hat ihn gesehen, schreibt er. Mit F10 kann man also allen schreiben. Das kann ich aber nicht, weil mit F10 wollte ich meine Aufnahme beenden. Eigentlich ist es langweilig, wenn man nur zugucken muss, wenn man so schlecht ist. Aber man hofft eben, dass seine Kumpel, seine Kollegen besser sind. Und ihr könnt gerne auch mal gegen mich spielen. Wenn es die Gelegenheit gibt, könnt ihr gerne schreiben. Vielleicht lässt sich eine Runde mal einrichten. Mission erfolgreich. Gut, wir haben es schon wieder geschafft. Ist es vielleicht einfacher als Verteidiger? Ich meine,
als Verteidiger weiß man ja, wo die hin müssen. Gibt ja diese Kommando gerade, wenn man es so nennen kann. Jetzt passe ich mal ein bisschen auf und laufe den hinterher. Und nicht alleine. Da kommt da ja gleich einer. Ich auf jeden Fall Schüsse. Lass mich mal kurz durch, danke. Da sind das meine Granaten? Ist hier da einer, aber den treffe ich von hier bestimmt nicht. Wurde ich gerade beschossen oder was anderes? Was hat er für eine Waffe? Ich habe nicht mal einen Schuss gehört. Okay, sowas. Okay, ich habe nicht mal einen Schuss gehört, deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert. Meine Statistiken, 2, 3, 11. Naja. 11 Runden, kommt hin. Hab einen Ping von 52. Ich habe gerade, ich sehe meine Punkte in hier, ist ein bisschen grau. 140, 240, 340. Ah gut, 340 Punkte. Bin ich nicht der Schlechteste. Aber im Gegensatz zu den anderen bin ich doch ein bisschen schlechter. Ja, ist wirklich langweilig eigentlich, zuzugucken. Oh. Gut, also schön, dass einer vor ihm stand und das andere, das wir nicht mitkriegen. Okay, die müssen dahin. Ich weiß aber nicht, wo auf der Karte ist. Wo ist überhaupt gerade? Hier unten, ne? Wo es geht ist. Mission erfolgreich. Alle Gegner okay. Wurden eliminiert. 6 zu 5 für die anderen. Das kriegen wir vielleicht doch noch hin. Aber trotzdem haben wir wahrscheinlich gleich noch eine andere Runde dann. Weil alles nur das hier ist langweilig. Und im nächsten Part. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt anspreche oder doch erst im nächsten Part. Vielleicht ein bisschen besser im nächsten, da habe ich mehr Zeit. Ups. Das war nicht mit Absicht, tut mir leid. Aber ich wollte mich auch entschuldigen, aber es ging nicht. Ups, ich habe keine Granaten mehr. Gut, anschleichen. Komme ich schon gleich hier raus. Ich laufe einfach mal hier lang. Hier ist aber auch keiner. Vielleicht hier drin? Ne, auch nicht. Okay, wir sind noch 7, die anderen nur 3. Okay, das ist eigentlich nicht so gut, wenn ich die jetzt in der Hand habe. Versucht, die noch zu treffen. Oh, habe ich gar nicht mehr gekriegt. Habe ich nicht mehr gekriegt, dass es schon soweit ist. Okay, Verteidiger. Schade, ich behalte meine Waffe nicht. Lasst sie nicht fliegen. So. Kann ich mal gucken. Von hier kann ich eh nichts ausrichten. Und ich warne die ja eher, wenn ich das so mache. Schnell hier hinter. So. Bin geblendet. Ich sehe nichts. Scheiße, ich muss erstmal weg hier. Das ist wohl besser. Für eine Rauchgranate. Ich höre nur, dass die schießen, aber ich sehe ihn nicht. Okay, ich gehe mal lieber schnell weg hier. Wobei es sind nur noch 2 von den anderen am Leben. Weil ich habe die Waffe. Ich habe ihn hinten gesehen, aber ich glaube, er kommt nicht wieder, oder? Ist in jeden Fall da reingerannt, aber er wird so wahrscheinlich nicht wieder rauskommen. Oder läuft andersrum. Ich laufe einfach mal ein bisschen weiter weg. Mit den anderen mit. Schaut mich auch mal hin. Aber ich sehe ja auch keinen. Müsste eigentlich aufs Dach. Auf dem Dach kann man natürlich mehr sehen. Wenn die Waffe wechselt, bin ich schneller. Ne, auch nicht wirklich. Und die anderen müssen ja immer noch hier hinkommen. Ich dachte schon, das wäre ein Feind. Hier ist er nicht. Wird nur geschossen. Ist er da hinten? Ich weiß nicht, ob er hier ist. Man hört auch keine Schritte. Hier ist auf jeden Fall die Base von denen. Mission erfolgreich. Okay, ich wusste nicht, wo er ist. Alle Gegner wurden eliminiert.
Ich nehme schon 24 Minuten auf, wenn ich da was wegschneide, sind vielleicht 20. Aber ich glaube, dann wird es eine gute Partie bleiben. Am nächsten Part wird dann eben ein bisschen was angesprochen. Gut, dass es eine Partie so lange dauert, wusste ich auch nicht. Na, da habe ich mir auch nicht gedacht. Aber ich werde es anders machen. Ich werde jetzt hier ohne Band, ist egal, ob das eine Niederlage ist oder nicht. Und die Erfahrungspunkte sind auch egal. Ich gehe lieber in einen anderen Spielmodus rein und dann spiele ich da nur eine Runde. Das macht vielleicht ein bisschen mehr Spaß als das hier. Also Escape werde ich nicht mehr spielen. Das ist langweilig. Und wo sehe ich was? Survival. Nehmen wir mal Shotgun Deathmatch. Wie viele sind da drin? Ja, das reicht. Drehe ich mal hinzu. Jetzt ist natürlich kein Team mehr. Jetzt ist jeder gegen jeden. Jeder gegen jeden. Das sollten wir vielleicht schaffen. Mach immer mal wieder eine Pause. Das ist gut für die Konzentration. Gut. Habe ich auch gemacht. Das ist gerade eine Pause hier. So, jetzt. Okay, wir sind doch als Team. Ich dachte, wir sind alleine. Ah, hätte mich das gewundert. Ich weiß ja nicht, wo ich hinlaufe. Ich würde sagen, ich habe den noch eben getroffen. Dann mache ich das eben messern. Ist eh besser. Weil die SP nicht ausreicht, kannst du keinen schnellen Respawn machen. Das ist SP, also SP ist ja das Geld. Glaube ich. SP war das Geld. Also kostet ein schneller Respawn also Geld. Gut zu wissen. Ich habe wirklich auch nur die Shotgun. Weil das so. Drücken kurz. Okay, wenn hier gleich einer rauskommt. Kann ich auch in die Base von denen reinlaufen. Von hinten. Unbemerkt, das ist doch gut. Komme ich hier so rüber. Finalschuss. So, jetzt schnell weg, ich will nicht unbedingt sterben. Ist hier jemand oder warum rennst du so weg? Wir haben dieselben Waffen, also von daher. Ups, wird auf jeden Fall beschossen. Hat zum Glück nicht so viel Leben verloren. Helf dir mal. Ach, schade. Vielleicht auch doch nicht. Vielleicht helfe ich dir doch nicht. Wir brauchen insgesamt nur 3000 Punkte. Na trotzdem, das andere Team ist besser als wir. Einfach so, stell hier hinter, nachladen. Da oben ist jemand, oder? Ist auf jeden Fall gerade einer umgefallen. Mach ich das so? Habe ich den getroffen oder habe ich ihn nicht getroffen? Ne, der hat mich erschossen. Okay, habe ich ihn doch nicht getroffen. Schade. Gut. Ich habe kurz rum. Ja, dann haben schon 1000 Punkte. Wo bist du? Ich finde das lustig, man trifft die wirklich zweimal aus nächster Distanz, schießt in den Bauch und die überleben das trotzdem. Aber wenn die mich einmal treffen, dann bin ich sofort tot. Das liegt so einfach an der Rüstung. Ich habe noch nicht eine ganz so gute Rüstung. Aber trotzdem, ich meine, okay, schwierig zu sagen. Nicht genügend SP zum Respawn. Du bist einer rumgesprungen. Ich glaube, das habe ich nicht bekommen, den Punkt. So, mal einfach schnell so. Ah, die Waffe hat noch nicht mehr so viel Munition. Na, kommst du rüber? Oh, ich kann auch gar nicht so weit hochspringen, dass ich ihn treffe und hier stehen mehrere. Das Problem ist wirklich, ich habe keine Granaten und nur Shotgun ist auch langweilig. Also. Da läuft einer lang. Wo denn jetzt schon wieder? Ich habe doch geguckt. Da war einer hinter dem Kanister. Hinter der Truhe. Hinter dem Container. Ich habe keine Chance gegen die anderen. Ich bin wohl zu schlecht. Ich muss hier hochlaufen. Mal von oben bis runter schießen. Sonst habe ich ja keine Chance. Selten, den treffe ich auch nicht. Versuch mal, ach, hier gibt's gar nicht durch. So mach ich so.
Geht auch gut. Okay, jetzt habe ich, oder konnte ich mir schon denken, dass er gleich rumkommt. Naja. Gut, schnell hier hoch. Dann schießt sie von hier zur anderen Seite rüber. Bringt das überhaupt was? Ich meine, ich werde irgendwie getroffen. Ich weiß nicht mal, wodurch. Ah, oh, okay. Dass ich den gerade einfach getötet habe. Ich habe nicht mal richtig gezielt. Gut. Nicht so laut. Ah, okay, du hast es gesagt, dass er eliminiert ist. Kopfschuss. Glaube ich schon doch besser, wenn ich ein bisschen auf Distanz bin. Ich glaube, ich muss doch ein bisschen wegbleiben, dann bin ich besser. Das andere Team sind noch mehr. Aber es darf wohl nicht daran liegen, dass das andere Team mehr hat. Der dreht sich einmal um und schießt und ich habe keine Chance zu schießen. Naja, schon manchmal ein bisschen merkwürdig. Aber ist nun mal so. Oh, ich habe den Überblick verloren. Leute, mal wieder gleich viele in einem Team. Ich denke mal, das System achtet schon ein bisschen darauf. Also ein bisschen ausgeglichen ist. Wenn du kommst, schießt sie dich ab, oder messer dich. Gut, dass ihr beide gleichzeitig uns getroffen habt. Nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Zum Glück ist die Runde gleich vorbei, dann werde ich nämlich ein anderes spielen, weil nur Shotguns ist auch langweilig. Wir spielen hier was anderes. Wenn du einfach nicht sterben wolltest. War das so? Guck mal, so stirbt ihr auch nicht. Er springt nur hoch und ich treffe ihn deswegen nicht. Normalerweise würde ich ihn doch auf jeden Fall treffen. Naja. Mission fehlgeschlagen. Ach, schade. Fehlgeschlagen. Naja, ihr seht ja, wir haben nur die Hälfte der Punktzahl. Manchmal waren wir ein bisschen in der Unterzahl, glaube ich. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, was ist für heute? Lasst doch eine Bewertung oder ein Abo da, vielleicht auch beides. Dann sehen wir uns morgen. Bis dahin und tschüss.